Mahlzeit, ihr Satansmörder. Hier ist wieder Knochen. Heute fahre ich die York oder den York-Kreuzer. Rang 7, warum roll ich das eher so? Rang 7 bei den Deutschen. Ist glaube ich ein schwerer Schlachtkreuzer. Oh, ist ein Schlachtkreuzer oder ein schwerer Kreuzer. Ist ja scheißegal. Ich verlaber mich hier ständig. Ich kann nichts vernünftig Deutsch sprechen. Ich kann keine Grammatik tun, aber egal. Ja, aber gucken wir mal. Ich hatte schon ein cooles Match bisher hinter mir. Ist voll modifiziert, also alles, was man machen kann oder was man erforschen kann, habe ich erforscht. So ein Zerstörer. Mal gucken. Dieses Ruckeln, wenn man zu lange oder wenn man durch das Fernglas guckt und dann sich dreht ab einem bestimmten Punkt, da fängt das immer so an, so nachzuruckeln. Das nervt irgendwie ein bisschen. Aber okay. Da muss man durch. Ganz schön beballert da. Habe ich gesagt, wie was für ein Kaliber ich habe? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe auch nicht gesagt, wann das Ding hier in Dienst gestellt wurde und aber ich habe auch gar nicht geguckt. Scheißegal. Oh, ich hoffe, ich treffe den noch. Wheat Defender, Wuskawica. Würde ich auch gerne mal fahren, weil ich würde gerne mal wissen, ob die cool sind. Ob die richtig schnell sind oder. Oh ja, nehme ich mir weg. Also wie sich dieser Wuskawica Kreuzer Zerstörer fährt, Entschuldigung. Das war ein bisschen fährt er weg, ja. Oh, versenkt. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Schlimo. You dead son. Ja, ich glaube, das könnte ganz gut werden. Zitadelle kaputt. Also mir sind natürlich die Zitadellentreffer am liebsten, wo gleich das ganze Schiff dann hochfliegt. Aber man kann halt nicht alles haben. Ich glaube bei der York ist es auch so, dass sie nicht so schnell hochfliegt, jedenfalls nicht bei dem Kaliber hier, welches ich verschieße. Ezekiel. Ezekiel ist doch irgendwie eine biblische Gestalt, oder? Also Wurst. Da kämpft er mit der Kraft Gottes. Ich bin ziemlich weit entfernt. Die Mühe brauche ich mir gar nicht machen da. Ich hätte gerne so wieder sowas, so ein geiles Gefecht, wie ich mit der New York hatte. Wo? Da hatte ich nur 4 Treffer. Ne, 5 Treffer. 5 Treffer. Und von 5 Treffern waren 4 Zitadellentreffer. Das war richtig geil. Und dadurch habe ich einen versenkt. Der ist einfach explodiert. Ist ja irgendwie logisch. Ne? All York reported? Meint er mich? Gibt hier noch eine andere York? Die mal mit den Reports. Die wollen ständig irgendwen melden. Wegen gar nichts. Oder die wollen jemanden melden, weil die versenkt wurden. Ich weiß nicht, was sie da angeben wollen. Ich glaube, da reportet sowieso keiner. Nightmare. Okay, ein nettes Wortspiel aus Ritter und Albtraum. Nightmare. Ein Zitadelltreffer wäre schön. Das sieht gut aus. Eigentlich steht er ziemlich gut. Wenn ich es jetzt nicht verkacke, könnte ich ihn versenken. Ataro. Irgendwann werde ich all diese Schiffe mal fahren. Also manche hätte ich ja richtig Bock. Also Kaiser Franz hat ja mittlerweile, die spielt ja nur Japaner, weil sich auch nicht auf so viele Schiffe festlegen kann und will. Und eigentlich spielt sie auch nur Japaner, weil ich immer gesagt habe, naja, sie wollte unbedingt Kreuzer fahren. Nicht Kreuzer, mein Gott. Das ist voll schwierig, ich bin nicht multitaskingfähig, dadurch verquatsche ich mich hier ständig. Sie wollte eigentlich einen Flugzeugträger fahren. Hat sie ja mittlerweile auch. Und deswegen hat sie die Japaner angefangen, weil sie aus irgendeinem Grund die Amerikaner nicht, weiß ich nicht, nicht fahren wollte. Scheiße, ich kriege keinen Zitadellentreffer. Auf jeden Fall hat sie mittlerweile die Aoba.
Wahrscheinlich spricht man irgendwie viel weicher aus. Aber hat sie mittlerweile freigeschaltet und spielt sie auch. Findet sie ganz cool. Ich finde, sie sieht auch irgendwie schicker aus als die ganze Vorgängerkreuzer. Irgendwie windschnittiger, moderner sieht die jedenfalls aus. Aber gut, hier geht es hier um die Erober. Mir fällt ja ganz schön was aus, aber gut, ich ziehe auch zu hoch. So wird kein Zitadellentreffer zustande kommen. Aber ich habe schon fast 50. Oh Gott, ich bin so nervös. Verreckt noch. Ich glaube, ich habe noch nie so häufig Basisverteidigung erreicht. Scheiße. Stirb doch einfach. Ist doch nie. Ah, Zitadelle! Ja, letztens hat mir Kaiser Franz veräppelt, nur weil ich ein paar Mal Zitadellentreffer gemacht habe und ich sagte immer Zitadelle! Oh, ist schon wieder Zitadelle! Da verarscht die mich. Das war nix. Mein Gott, ja, ich hoffe, der verendet noch. Jetzt wäre der weg. Echt jetzt. Nix. Aber ich muss sagen, der Typ hört ganz schön was aus. Ups. Jetzt aber, du musst doch mal endlich sterben. Und ich muss endlich löschen. Ich werd bekloppt, ne? Ich werd bekloppt. Aber immerhin, ja, ich sehe seine Torpedos. Irgendwie mag ich auch so eine Kämpfe. Das ist so, das hat was, so Mano a Mano, Mann gegen Mann hier, ne? Fast wie ein Faustkampf sozusagen. Problem gelöst. Warum sieht's gut aus? Abgesehen von einem Zitadellentreffer ist nicht viel los, ne? Richtig viel Schaden kriegt er auch nicht. Deswegen würde ich gerne dieses Schiff mal fahren. Ich würde gerne wissen, was hier los ist bei dem. Wow. Okay. Würde ich sagen, wir machen noch eine Runde, oder? Steht doch auf dem Plan. Also, bis gleich. So, ha! Ja, hallo. Da bin ich wieder. Weiter geht's mit der York. So. And please, mates, not only wait for the last shoot. Shoot if you can. It's much easier to win then. Oh, that's just a rap. But please, mates, not only win. Wie auch immer. Ja, wieder mit der York unterwegs. Warum sage ich das eigentlich an? Ist ja ein Video. Shit, was ist jetzt los? Jetzt bin ich mal gespannt, wie es läuft. Ich bin wirklich gespannt. Eben gerade lief es ja nicht so prickelnd. Obwohl, eigentlich für mich war es okay. Ja, aber mein Gegner hat mich doch ein bisschen irritiert, dass er nicht alles ausgehalten hat. Excuse my Frank. Kein Problem. French, ah, okay. So, es geht schon los. What is that? Okay. Ja, das ist das Coole. Man sieht halt Schiffe, die man auch teilweise wirklich fahren will. Und darum kann man sich dann halt noch freuen. Obwohl, es ist natürlich viel Grinden angesagt. Gerade wenn jetzt, wenn man jetzt kein Premium-Konto am Start hat. Und nicht noch einen Haufen Signale irgendwie vorweisen kann an seinem Schiffchen. Aber wir gucken mal. Ja. Sieht ganz schön scheiße aus hier. Blöd ist immer, wenn man. Man will richtig. Man ist richtig heiß. Man will was killen. Und dann ist man ewig unterwegs. Und Nick kommt vorbei. Flugzeug lasse ich mal drin. Oh, da ist schon der erste weg. Ja, schlafen wir alle. What the fuck? Wir haben es jetzt, ich weiß nicht, 3 Uhr morgens. Da ist nicht mehr allzu viel los normalerweise. Obwohl ich sagen muss, dass immer ein Match aufgeht, egal zu welcher Uhrzeit. Selbst wenn nur noch irgendwie 800 Leute spielen oder 800 Leute online oder noch weniger, geht immer irgendein Match auf. Und die sind halt immer nur dieselben Fressen, Freunde, Leute. Ja. Oh.
Ja, das ist halt der Nachteil, wenn er Schiffe ein Schiff früher aufdecken und noch ein paar Stufen höher sind. Ich finde doch dieses Matchmaking total bekloppt, ey. Mit diesem plus 2. Weil die Schiffe entwickeln sich einfach zu schnell. Also die haben ja nicht geschlafen damals. Ist doch klar, dass dann ein Schiff mit 2 Rängen höher einfach ja, ein bisschen krasser ist, ne? Gut, nicht jedes Schiff. Ich meine, ich habe auch höherstufige Schlachtschiffe zum Beispiel gehabt, die eine geringere Reichweite hatten und auch nicht gerade ein größeres Kaliber, aber im Großen und Ganzen hat man dann doch teilweise schon weit, also fast so übermächtige Gegner. Gerade wenn sie noch zu dritt dann auf dem Haufen sind und das auch noch die gleichen Schiffe sind, viele fahren jetzt, weil ich da gerade sehe, die Tirpitz, ne? Tirpitz ist gerade richtig in. Oh, da ist noch eine Tirpitz. Ja, Premium-Schiffe sich gehe. York, meint er mich? Meint mich. Ja, Premium-Schiffe sind gerade eh voll angesagt. Also die Leute scheinen sich doch mal da ein bisschen ihr Sparschwein zu zerkloppen und dann die Premium-Schiffe zu kaufen. Sehe ich jetzt richtig häufig. Sterb du Bastardo. Ich kann hier aber nicht allzu lange bleiben. Scheiße. Ganz klar, was ich brauche, Zitadelle. Wow. Bloß weg hier, ey. Shit. Jetzt muss ich fliehen. Das bringt überhaupt nichts hier. Will auch niemanden hier was schenken, weil ich irgendwie zu gierig war und dachte, ich krieg hier noch einen. Da muss man halt seine eigene Gier zurückschrauben. Das hatte ich mir das dann auch mit Kaiser. Die war auch so. Hat er einen verfolgt und wollte ihn auf jeden Fall noch killen und dann wurde sie zerschossen und hat den Typen einfach nicht kaputt gemacht, ne? Und er wackelt dann weg da mit seinen 700 irgendwas Leben. Lebenspunkten, die er noch hatte. Das ist natürlich scheiße. Da ist man natürlich auch frustriert, aber das hat die eigene Schuld. Das sieht schön aus. Ich glaube, das erste Mal, dass ich auf dieser Karte bin. Oder das zweite Mal, keine Ahnung. Die kommt so selten. Warship. Wow. Aber nicht schlecht. Cooler Name. Ich werde mich erstmal ein bisschen weiter nach hinten verziehen. Ein Schluck Kaffee. Na, rein zum Wohnen. Offensichtlich ist ja nicht allzu viel los. Es traut sich keiner nach vorne. Wir sammeln uns hier hinten wie so ein absoluter Clusterfuck hier. Und das sehe ich aber auch häufiger, dass da sich wirklich so Grüppchen bilden oder große Gruppen, also Cluster. Und die aneinander vorbeifahren. Weil jeder sich denkt, okay, wir bleiben mal zusammen und dann fahren wir zu der einen Basis, während die anderen sich da genau dasselbe denken. Dann kommt es eigentlich darauf an, wer ist am schnellsten da bei diesem scheiß Cap-Punkt, ne? Also kann es nicht weitergehen hier. Wir müssen ja irgendwie mal ein bisschen was zeigen hier. Ich denke mir doch immer auch immer, die Leute sehen ja, in welchem Team ich bin. Also, man sieht die Namen, ne? Und die merkt man sich auch zum Teil, je nachdem, was das für Namen sind. Und solange sie nicht so überkompliziert sind. Dann denke ich mir, man will sich ja nicht bloßstellen hier irgendwie. Ich habe ja erst 10 Treffer und zwar in Basisverteidigung einen Ausfall. Das ist noch verursacht. Also. Vielleicht Stan, ja, das sind noch Tippets. Oh ja, komm her. Torpedo-Kills werden mal geil. Richtig geil. Ich habe noch keinen Torpedo-Kill mit der York gemacht hier. Na gut, ich schieße auch selten welche ab. Oder schick ab. Obwohl, man schießt sie ja eigentlich aus dem Torpedo-Werfer in dem Sinne. Okay. Das ist mal was. Vielleicht soll die irgendwie da hindrehen oder so. Shit. Kack wenig Reichweite hier. Meine Fresse da. Ob das noch was wird, das ist wirklich. Ne.
Das ist schon ziemlich knapp. Okay, da ist noch ein bisschen. Ich meine, die fliegen ja nicht alle genau auf der Linie, aber nee, das war zu weit. Tirpitz habe ich gerade gesehen. Noch 14. Torpedos auf Steuerbord! Er ist schon wieder. What? Unser Team steht kurz vor dem Sieg. Oh. Gut, die sind abgestorben. Nee, gut. Ja, ich bin jetzt gerade nicht so gesprächig hier. Oh, ich muss mal zusehen, dass ich mehr Hochdeutsch rede. Also ich bin jetzt nicht so gesprächig. Gesprächig. Fubuki könnt ihr vielleicht mal. Guck dir dieses Torpedo mehr an. Das ist doch komplett krank. Das ist richtig krank. Und da sind noch mehr. Wie lauter Erdbeeren. Sieht das irgendwie wie so ein Erdbeerfeld. Unser Team steht kurz vor dem Sieg. Scheiße, oder? Ja, falsche Munition, aber ist egal. Könnt ihr ewig zu hin und her zu wechseln. Man weiß ja nicht, was gleich noch auftaucht. Okay, muss ich ganz schön weit vorhalten. Ja, das war jetzt nicht so clever. Das war jetzt nicht so clever. Nein, das will auch nichts. Oh doch, komm da drüber. Cool. Oh, wow. Oh, Fetti, Alter. Das zahlst du mir. Oder ich zahl dir was. Wie auch immer, ist ja scheißegal. Da quatschen wir nachher, wenn keiner mehr zuguckt. Hula Hoops? Was soll das wie Hula Hoop sein? Oder Hula Hoops? Das spricht sich fast so. Aus. Sind jetzt meinen Satz auch noch vernünftig beendet hier. Ah. Aber ich mag die York. Den York Kreuzer. Oder die York. Wenn man es so bezeichnet, ist es ja weiblich und ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Oh, der Galta. Oh Mann. Obwohl, so eine Tirpitz hätte ich auch schon mal richtig Bock. Hätte ich richtig Bock drauf. Okay. Oh Gott, stirb doch, ey. Aber ich glaube, das wird nicht so einfach gehen. Der lässt sich nicht so einfach zerlegen. Ein paar Torpedos, vielleicht klappt das ja irgendwie. Natürlich ein Knaller, wenn das funktioniert. Oh, er hier. Wenn wir mal den probieren hier, der ist ja schon ein bisschen über. Der ist ja scheint tot schon. Wo? Weg ist er. Ah, oh, guck mal, da ist er da. Torpedos vom Kollegen kriegt er die ganze Zeit auf die Fresse. Was ist das denn? Jetzt stirbt. Oh Gott, der ist so kacknah jetzt. Mit den Torpedos aus. Oh, komm. Wenn der jetzt natürlich noch verenden würde, wäre ein Knaller. Stirbt durch meine Hand. In dem Fall Torpedos. Oh, die Sekundären schießen. Oh, mein Katapultiger ist weg. Was ist das denn? Oh, komm, stirb, Mann. Problem gelöst. Ah. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, so muss das. Gut, jetzt bin ich wenigstens nicht der letzte Lappen hier. Aber das nehme ich mal Glück. Ein und dann kurz danach den anderen. Aber ich frage mich, ob wir hier noch gewinnen können. Muss man ja mal nachfragen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Cap-Punkt. Und vielleicht noch einen Kill.
Ich glaube, wenn er ein Kill reingeht und wir cappen, dann könnten wir es relativ schnell noch gewinnen. Weil wir haben noch knapp 6 Minuten und 50 jetzt. Scheiße, eine Tippet. Ich hoffe nicht, dass sie uns davon abhalten will zu cappen, aber es könnte natürlich gut möglich sein, das auch noch, ja. Ja, dann fahr halt weg, Mann. Weil ja, das wird erstmal nichts mit dem da. Cappen ist wichtiger. Sieht so aus. Muss auch ein bisschen taktisch denken. Oh, was ist das? Oh, so ein Rosettenlecker. Fahr halt weg, Mann. Tschüss. Terror-Tirpitz hier, komm. Mal den hier. Oh nein, was ist das denn? Ich sehe, wie viele Punkte die haben. Scheiße. Das wird doch nichts hier. Wir brauchen einen anderen Cap-Punkt noch oder ein paar mehr Kills irgendwie, aber relativ schnell dann bitte. Das wird so knapp. Ich weiß nicht, ob wir das gewinnen können. Ich denke mal ja nicht. Scheiße, Mann, brenn doch. Na, das wird nichts mehr. Fuck. Scheiße, Mann. Aber GG, well played, wie auch immer. Ja, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir helfen. Das war die York. Viel Spaß beim Zocken. Haut rein. Haut wem anderen rein. Kann nicht mehr sprechen. Ey, echt zu spät schon. Vor allem. Quatsch wieder so viel. Also, ciao.